Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich weiß nicht so recht, wie ich anfangen soll. Vielleicht stelle ich mich erstmal vor für die, die mich und meinen Kanal noch nicht kennen. Mein Name ist Michaela, ich bin 37 Jahre alt und ich mache jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren YouTube-Videos. Einmal hier auf diesem Kanal zum Thema Auswandern und einmal auf meinem anderen Kanal, wo so die privaten Videos kommen. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das jetzt so sagen soll. Ihr habt es wahrscheinlich schon dem Titel entnehmen können, worum es in diesem Video geht. Ich bin schwanger und ehrlich gesagt hat damit niemand mehr gerechnet. Wir versuchen, also Bernd und ich versuchen es seit so vielen Jahren, ein zweites Kind zu bekommen und es hat nie geklappt. Und ja, eigentlich haben wir schon aufgegeben. Das habt ihr auch, also ich habe nie den Kinderwunsch auf meinen Kanälen so erwähnt, weil ich halt vermeiden wollte, dass immer gefragt wird, ja, Michaela, wie sieht's denn jetzt aus? Wann wirst du denn schwanger? Und wann ist es denn soweit? Und ihr habt doch den Kinderwunsch. Und ja, deswegen habe ich das halt nie auf meinen Kanälen groß erwähnt, dass wir schwanger werden möchten. Und weil wir so viele Jahre geübt haben und so viele Übungszyklen hatten und ich nicht schwanger geworden bin, haben wir aufgegeben. Also, was heißt aufgegeben? Wir haben halt nicht mehr dran geglaubt, dass es noch klappt. Und ja, das habt ihr gemerkt, indem wir gesagt haben, aus Murphy gehen. Ja, wir haben halt unser Leben gelebt. Wir haben unser Haus in Ungarn gekauft. Wir planten auszuwandern, was wir auch weiterhin planen. Also wir möchten trotzdem nach Ungarn auswandern. Smurfy, hör mal auf. Nur jetzt ist halt erstmal unser Kind, die Schwangerschaft natürlich präsent. Wir haben uns einen Hund geholt, weil wir auch dachten, naja, wenn kein Kind, dann halt ein Hund und so. Natürlich bleibt Smurfy trotzdem. Also es ist keine Frage, der gehört zur Familie. Aber unser Kind kommt natürlich auch. Ich bin zurzeit schwanger in der 6. Woche. Genau heute ist die 6. Woche gestartet. Ja, ich habe das sofort gemerkt, kann man so sagen. Ich habe einen sehr regelmäßigen Zyklus normalerweise. Und ja, es war ganz klassisch. Mir war übel. Also Morgenübelkeit und überhaupt Übelkeit war da. Und ja, meine Brüste haben gespannt oder spannen immer noch, ne? Das war jetzt nicht nur die erste Zeit. Ich weiß es jetzt oder wir wissen es jetzt seit ungefähr einer Woche. Und ja, ich habe dann am Samstag letzte Woche, habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht. Ich hatte so von Amazon, habe ich mir mal irgendwann so einen 15er-Pack Schwangerschaftstests bestellt. Einfach so, um die da zu haben. Das sind diese ganz einfachen, billigen Tests. Ja, da habe ich halt Samstag vor der Arbeit schnell einen gemacht. Und ich habe den einfach nur durchlaufen lassen. Also Urin in Behälter, den Schwangerschaftstest da reingehalten, einmal schnell durchlaufen lassen und ich habe keinen Strich gesehen, habe den in den Mülleimer geschmissen und habe halt gedacht, naja, bist nicht schwanger. Und ich war aber eigentlich schon überfällig. Ja, dann war halt Samstag, dann habe ich ganz normal gearbeitet und ja, mit meiner Übelkeit und Müdigkeit und so habe dem halt keine Bedeutung zugemessen, habe halt gedacht, naja, vielleicht hast du was Falsches gegessen und müde kann auch einfach sein, weil schlecht geschlafen oder so. Dann war halt Wochenende, Sonntag und immer noch nicht meine Periode bekommen. Und ja, dann habe ich montags vor der Arbeit noch einen Test gemacht. Und dann, das war wieder so ein günstiger Amazon-Schwangerschaftstest. Und diesmal war halt ein ganz leichter, minimaler Strich zu sehen. So direkt nach dem Durchlaufen. Ich so, oh mein Gott. Ja, ein bisschen schwanger geht nicht, weil der zeigt ja den HCG-Wert an, der Schwangerschaftstest. Und der HCG-Spiegel steigt ja nur, wenn man schwanger ist. Und ein bisschen schwanger geht nicht. Und oh mein Gott, dann habe ich nochmal den Schwangerschaftstest vom Samstag aus dem Müll gekramt und habe geguckt, da war noch leichterer Strich zu sehen dann halt. Und ich dachte, oh mein Gott, Bernd, Bernd, schau dir das an. Vom Samstag ist doch ein kleiner Strich gewesen, also ein zweiter und von heute auch. Und der HCG-Spiegel steigt sogar. Und also es war zwar immer noch keine deutliche Linie, aber ja, es waren halt auf jeden Fall Linien zu sehen. Und die sind halt nur da, wenn man schwanger ist.
Ja, wir hin und her überlegt, was machen wir denn jetzt? Und dann ist der Bernd erstmal nach DM gefahren und hat von Clear Blue einen Schwangerschaftstest geholt. Ich hole den mal. Also er hat zwei geholt. Das ist einmal dieser, der anzeigt, schwanger oder nicht schwanger. Und einmal der, der nach Wochen anzeigt. Und ich habe als ersten den gemacht, der schwanger oder nicht schwanger anzeigt. Und der hat erst so was wie so ein Barometer oder wie auch immer das geht. Also das blinkt so und er zeigt noch nicht an. Ja. Und man muss halt warten. Und ja, dann haben wir halt gewartet und so dü, 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 dü. Und auf einmal, ja, da steht schwanger, aber man erkennt es nicht. Ja, und somit waren wir dann sicher, dass wir ein Baby erwarten. Und wer hätte das noch gedacht? Niemand mehr. Wir haben dann ja überlegt, was machen wir? Warten wir jetzt 3 Monate ab, ob es wirklich so ist und ob nicht. Aber ganz ehrlich, ich hätte es gar nicht ausgehalten, das niemandem zu erzählen. Weil wenn man jahrelang versucht, schwanger zu werden und es dann endlich doch klappt, obwohl man gar nicht mehr damit gerechnet hat, ich wollte es einfach allen erzählen und auch euch. Und ich war jetzt noch nicht mal beim Arzt. Ja, lass mal mein Stativ in Ruhe. Lass mal mein Stativ in Ruhe. Ja. Ich war jetzt noch nicht beim Arzt. Den Termin haben wir nächste Woche. Erste Ultraschall und so. Und ja, ich freue mich mega. Jetzt ist es so, ich hatte vor, ich weiß nicht, ungefähr einem Jahr meinen zweiten YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Ela-Kanal, Vlogs und mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich würde so gerne darüber berichten, dass ich schwanger bin und so. Und wie es läuft und wie es dem Baby geht, wie es mir geht, wie es uns geht, was wir machen, wie es weitergeht. Und ich habe euch erzählt, dass das mit dem Auswandern Ungarn kann, also Videos halt, dass ich da, dass es im Moment nicht so weitergeht. Und sowieso haben auch einige so mal geschrieben, dass sie es schade finden, dass halt auf hier diesem Auswandern-Kanal die Videos zeitversetzt kommen. Weil wenn ich halt in Ungarn bin, dann nehme ich ganz viele Videos auf und filme sie halt nach und nach. Also, ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass es in nächster Zeit auf diesem Kanal sehr viele Schwangerschaftsupdates geben wird, Vlogs von unserem Alltag mit Baby und jetzt auch noch davor ohne Baby. Ja, ohne Baby, mit Baby, Baby im Bauch, Baby auf dem Arm, Baby als Ultraschallbild und ich nehme euch mit auf diese Reise. Und hoffe, ihr habt Spaß daran. Vielleicht werde ich das irgendwann auch wieder mit 2 YouTube-Kanälen machen. Aber jetzt zurzeit ist es für mich einfacher, das alles auf diesem einen YouTube-Kanal zu zeigen. Ja, und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Es wird bestimmt für viele eine Überraschung sein. Und ja, ich würde sagen, wir schreiben und hören und sehen uns in den Kommentaren und ja, bis zum nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!